Was haben Sie am Ende dieser Legislaturperiode an der Behindertenpolitik der Bundesregierung zu kritisieren? Also, man soll ja immer ehrlich sein, ne? Ja. Und in den letzten 4 Jahren ist so wenig gelaufen, dass man sagen muss, das waren eigentlich verlorene 4 Jahre für die Behindertenpolitik, für die Inklusion insgesamt in diesem Land, ne? Es sind so Kleinigkeiten gemacht worden. Man hat EU-Richtlinien, dieser European Accessibility Act oder so. Also da hat man Sachen umgesetzt, die man umsetzen musste, aber auf einem Niveau so niedrig wie möglich. Also es fehlte jeder Ambition, es fehlte auch jedes Interesse, ehrlich gesagt, an dem Thema. Wir sind über Kleinigkeiten und das, was unbedingt notwendig gewesen ist, leider nicht hinausgekommen. Das muss sich in den nächsten Jahren ganz, ganz dringend ändern, weil man auch merkt, dass die Leute zu Recht eigentlich ziemlich frustriert sind. Was fanden Sie rückblickend auf die laufende Legislaturperiode mit Blick auf die Behindertenpolitik gut oder lobenswert? Also ich will mal vielleicht auf diese Sitzungswoche hinweisen. Wir haben ja ganz lange darum gerungen, dass es endlich eine Regelung für die Assistenz im Krankenhaus gibt. Dass also Leute, die einen erhöhten Pflegebedarf haben, die Angst davor haben, ins Krankenhaus zu gehen, die nicht auf Anhieb verstehen, was Ärzte und Pflegepersonal ihnen sagen wollen, dass die die Möglichkeit haben, ihre vertrauten Personen, ihre Assistenten auch mit ins Krankenhaus zu nehmen. Das ist ja ein Thema, an dem wir über 10 Jahre jetzt rumgedoktert haben, obwohl es eigentlich ganz leicht zu regeln gewesen wäre. Es hat eine Petition gegeben im Petitionsausschuss, die tatsächlich von allen Fraktionen auch mitgetragen wurde. Also alle Fraktionen des Deutschen Bundestages, ja, die Union, die SPD, die Grünen, die Linken, die FDP, wir alle haben gesagt, wir wollen, dass es dafür jetzt endlich eine Regelung gibt. Wir haben diese Petition mit einem ganz hohen Votum versehen, gesagt, wir wollen, dass das berücksichtigt wird, wir wollen, dass das umgesetzt wird. Und trotzdem haben die Ministerien, die Zuständigen, das Gesundheitsministerium und das Sozialministerium den Ball wie eine heiße Kartoffel erstmal hin und her geschoben. Und wir haben nicht nachgelassen. Und jetzt ist in dieser Woche eine Regelung beschlossen worden, angehängt an so ein Tierarzneimittelgesetz. Also es an sich ist ja schon bezeichnet, auf den letzten Drücker. Ein Gesetz beschlossen, das zumindest für eine Teilgruppe, insbesondere für die kognitiven beeinträchtigten Menschen, eine Regelung gefunden. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, gerade in der Pandemie, dass die Menschen die medizinische Versorgung bekommen, die sie brauchen. Aber es sind nach wie vor ganz viele Personen außen vor. Das heißt, schon wieder so ein Feld, wo man nicht sagen kann, wir haben das in Gänze abgeräumt, aber das ist ein wesentlicher Fortschritt. Das ist eine Sicherheit für viele Menschen in diesem Land. Das war längst überfällig. Da würde ich sagen, da bin ich in dieser Woche ein bisschen froh, dass wir zumindest das geschafft haben mit viel Druck und mit viel Energie, die dahinter gesteckt hat.